Hier spricht Ustra, herzlich willkommen zurück zur zweiten Hälfte der zweiten Winterfolge. Und ja, was soll ich euch sagen? Meinem Kiefer geht's etwas besser. Ich nehme das jetzt auf, bevor die Operation selber kommt. Und damit ihr dann Folgen habt und ich mich in Ruhe ausruhen kann. So ungefähr habe ich das jetzt vor. Ich hätte die Folge auch, ich sag jetzt mal, nach hinten schieben können, aber man weiß ja nicht, wann es einem genau wieder besser geht. Deswegen habe ich gedacht, okay, machen wir es lieber so rum. Wir haben noch ein bisschen was in der Tasche. Wir haben eigentlich soweit, mein ich zumindest, alles gemacht, was wir machen können. Und wir werden uns jetzt in die... Wir waren oben sogar schon Blumen gießen, cool. Jetzt erinnere ich mich wieder. Und ja. Wir werden ein wenig in die Schneeruinen gehen, denn dort haben wir noch einiges vor und das ist im Moment sozusagen unser Kryptonit, unser gefährlichster Gegner. Unser schaffbar nächster Gegner. Und natürlich wollen wir auch warten und Zeit verschwenden, um dann das nächste Konstellationenbild zu finden. Vorsicht! Okay, ich glaube, ich sollte hier lieber meine Feuerwaffe nehmen. Denn es braucht wohl doch wirklich Feuermagie. Ich versuche mal was. Das gefällt dem nicht. Dem Viech. Ich steig mal auf. Eventuell... Mist. Kann ich mir mit Magie behelfen, wollte ich gerade sagen, aber... Das kostet RP, als ob es keinen Morgen mehr gibt. Jawohl, da habe ich ihn schon in die Ecke gedrängt. Schade, er kriegt nicht nochmal seinen Schlag ab. Und bis wir die hier fangen können, wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen Zeit vergehen. Wir nehmen unser Flammenberge mit. Denn das ist unsere stärkste Waffe im Moment. Auch wenn sie nicht gerade ein Feuerattribut aufzuweisen hat, aber es ist trotzdem, denke ich mal, versuchen uns hier durchzuschleichen. Ja! Na, boah. Okay. Ich glaube, hier müssen wir... Aua. Ich glaube, hier müssen wir gar nicht hin. Steig mal ab. Absteigen, bitte. Okay. Und wir haben irgendwas gezündet und kaputt gemacht. Das ist schon mal interessant. Das macht ordentlich Damage. Der Waffenbär, das ist gut. Ich müsste mich mal eben kurz am Auge jucken. So. Aber das war's leider für Sera. Aber es macht uns nichts, denn wir sind... Jawohl. Magische Kralle. Cool. In der Lage, jetzt hier die Tür aufzumachen? Oder wo wollen wir hin? Ah, wir können hier rein, okay. Ich werde nochmal versuchen, einen Raum weiter zu rutschen. Man merkt, es ist keine Feuerwaffe. Ich muss mal eben nochmal die Waffe wechseln. Mit diesen können wir nämlich einfach die Sachen schmelzen. Ich wollte mal gucken, was es hier gibt, aber wir kommen auch hier nicht so richtig weiter. Das hier ist ja... Dann gehen wir doch mal einen nach unten. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Und umgucken kann man sich ja wenigstens mal. Diese Apparatur hat wohl das Eis vernichtet auf dieser Ebene. Bin mir sicher, das kommt wieder. Wow, 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 wow. Okay, okay. Jemand wirft aus dem Nichts Schneebälle auf mich. Ich bin hier raus. Und zwar so schnell wie möglich.
Eigentlich nicht. Ich wollte mich eigentlich nur hier importen, weil ich glaube gucken wollte, ob hier auch das Eis jetzt weg ist. Nein, 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 nein. Das Eis ist da noch nicht weg. Okay. Aber gut, wir sind jetzt auch eine Ebene wieder nach oben und eine Ebene woanders hingelaufen. Kann auch sein, dass es daran liegt. Aber wir haben schon mal ein wenig mehr gesehen. Und danke zu den Glückwünschen, dass ich jetzt mit Cinnamon ein Date habe. Ist cool, oder nicht? Hätte ich selber nicht gedacht. Okay, wir haben das getan. Wir werden mal eben kurz eine Kleinigkeit essen. Jawohl. Und überlegen. Oh, Kano. Kano, 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 Kano. Bleib mal stehen gerade. Hello. Ja, ja. Viele Roonies mitteilen. Mach ich, mach ich. Ja, dein Geburtstag ist am 8. Herbsttag. Ich weiß es. Und am 4. Winter ist, glaube ich, Annettes Geburtstag. Ich habe das alles irgendwie im Kopf. Nur ob ich mich dann an den Tagen daran erinnere, das ist die andere Sache. Zumindest haben wir das. Das ist Hallo Tao. Hi. Wenn ich sehe, wie du auf den Feldern arbeitest, würde ich das auch gerne mal ausprobieren. Aber leider habe ich kein eigenes Feld. Tja. Was soll ich dir dazu jetzt großartig sagen? Tao, was soll ich dir dazu großartig sagen? Also, mein Plan. Thank you. Nochmal einfach nur, um das zu sagen, um euch das nicht ins Gewissen aber zu reden, aber damit ihr ungefähr wisst, worum es geht. Hi. Und wie wir es vorhaben. Werde ich diese Folge natürlich klar beenden, indem wir das Sternbild sehen, das zweite, das, ich sag jetzt mal, das spätabende Sternbild oder Sternkonstellation. Danach werden wir uns... Ich gebe ihm mal gebratenen Reis. Danach werden wir uns hoffnungsvollerweise ins Bett stürzen und in der nächsten Folge werdet ihr dann wieder nochmal eine gesplittete Folge sehen. So, danke schön für das Geld. Hey. Okay. Ich werde bei ihm nicht mehr oder weniger freundlich im Moment. Wenn du nicht mal deine Felder in Ordnung halten kannst, macht es keinen Sinn, in diesem Dorf zu bleiben. Verschwinde, verschwinde sofort. Ja, wo ich eigentlich bei war, ist zu sagen, ganz einfach, schlicht und ergreifend, ich werde versuchen, natürlich hoffnungsvollerweise durch die sonnige Woche, werden wir versuchen, wieder einen sonnigen Tag zu erwischen. Und an diesem folglichen sonnigen Tag werden wir dann versuchen... Oh, da hängt ja wirklich was am Baum, okay. Werden wir dann versuchen... die letzte... Apfel, okay. Die letzte Sache zu finden, also die Fischkonstellation. Denn, ich würde gerne... Einfach wegen meiner Gesundheit. Im Moment. Lieber, ich sag jetzt mal... 20-minütige Folgen aufnehmen für die Woche. Anstatt 3 40-minütige Folgen, weil... Liegt auf der Hand, das eine ist eine Stunde lang und das andere ist einfach... 2 Stunden lang ungefähr. Auch wenn ich jetzt gerade nicht... Ich lehne mich gerade nicht aus dem Fenster mit den Rechnungen. Ich habe das einfach überschlagen. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es ist besser, zumindest im Moment, nur ein bisschen zu machen, aber viel rauszuholen. Und ich denke mal, das ist eine gute... Das ist ein guter Tausch. Ihr seht weiterhin Rune Factory. Wir sehen natürlich die interessanten Konstellationen, die Mädel-Events, die dazugehören. Und wir kommen ein bisschen weiter im Game. Dafür kann ich mich aber ausruhen. Mehr oder weniger. Oder genug ausruhen. Sagen wir es mal so. Um dann... ja, meine Fräse ein bisschen zu schonen. Und dann, wenn der Weisheitszahn rauskommt, folglicherweise, wenn ihr die Folge seht, irgendwie in dieser Woche, dass ich mich da ein bisschen erholen kann. Und dass ich dann gar nicht quatschen brauche. Auch wenn ich es gerne mache. Und das ist halt sowas wie, ich will einfach keine Folge auslassen. Und jetzt könnt ihr mir sagen, das ist doch verrückt, Ustra. Denk doch mal an deine Gesundheit. Ich kann nicht. Es tut mir leid, ich kann da nicht dran denken, weil ich einfach so einen Bock habe, das hier zu machen. Und Punkt. Das ist einfach, das ist der Grund. Ich habe einfach Bock hier drauf.
Und deswegen kann ich nicht sagen, ich mache heute mal keine Folge und ich lasse mal heute eine Folge ausfallen. So. Das könnt ihr jetzt toll finden, das könnt ihr jetzt blöd finden. Wie ihr wollt. Ich weiß nicht, wofür ich sonst die Äpfel brauche, deswegen mache ich mal ein bisschen Apfelsaft. Bah. Apfelsaft ist eines der Säfte, die ich überhaupt nicht mag. Ich esse Äpfel gerne und es gibt auch so leckere Sachen wie Apfel, Pfannkuchen und so. Aber Apfel in flüssiger Form, das ist das Merkwürdigste. Ich trinke gerne Orangensaft, wenn ich ehrlich bin. Aber ich esse keine Orangen gerne. Das ist. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Von mir selbst. Hallo, Danny. Welcome. Was darf es heute sein? Brrr, ist das kalt. Wenn es so kalt ist, isst man am besten etwas Warmes. Kann ich da noch ran? Einfach Äpfel, wie geil. Ich weiß aber nicht, ob irgendeines der Mädels in irgendeiner Form Äpfel mag. Ich glaube, da hinten sitzt schon wieder Cinema und die hat einfach nur den Angelplatz gewechselt. Wir gehen jetzt noch schnell nach Iris, denn auch die Iris braucht ein wenig Fürsorge und Liebe. Um die Roonies müssen wir uns eigentlich nicht kümmern, denn auch im Winter sind die ersten 7 Tage befreit von allen Aufgaben und Roonies wachsen einfach nur, anstatt sich gegenseitig aufzufressen. Oder überhaupt generell zu decayen oder sterben oder ich weiß nicht genau, was die, oder einfach verschwinden, Energie verlieren. Ihr wisst schon, was ich meine. Diese Sachen passieren nicht mit den Roonies und sie haben einfach die Chance, sich zu vermehren. Wild zu vermehren. Hoffe ich zumindest, dass es wild passiert. Genau, das habe ich gegossen. Perfekt. Denn ein paar Roonies mehr in dem einen oder anderen Gebiet wäre schon schön. Weil ich einfach im Winter nicht will, dass irgendwelche Gebiete runterfallen auf schwarze Gebiete. Auch wenn ich das nicht glaube, weil ich mich jeden Abend gründlich darum kümmere. Und wir einfach Glück haben, dass wir jetzt diese Folgen machen können. Mit den nächtlichen Konstellationen, wo ich mich nicht mehr um Roonies kümmern muss. Und dadurch können wir viel anstellen. In den Tagen und ich muss nicht irgendwie ab 19 Uhr irgendwelche Roonies von A nach B schieben, weil das ist wirklich eine ist eine undankbare Aufgabe. Egal, auch, es gibt da viele Tipps und Tricks und ich habe ein bisschen was gesagt, in den Kommentaren stand ein bisschen was, wie man es besser machen kann und es gibt noch ein paar andere Tricks im Internet, aber ich finde das allgemein trotzdem zu aufwendig. Und deswegen lasse ich das meistens und mache wirklich nur mein eigenes Feld und ein anderes und fertig ist. Und guck einfach, dass alle anderen nicht sterben. Obwohl, da muss man wirklich sehr wenig kontrollieren. Sodele, Iris, Hallöchen. Möchtest du mit mir eine Sternkonstellation anschauen? Ich weiß nicht genau welche. Ich weiß auch nicht, ob die für dich ist. Das ist auf jeden Fall für dich, ja. Kein Ding. So, hallo. Good evening. I really like to grow flowers. Das ist gut. Sonst noch was? Bei klarem Himmel kann man bis zum Horizont sehen. Wenn es bewölkt ist, habe ich das Gefühl, in einem Meer von Wolken zu schwimmen. Beide Aussichten sind wunderschön und ich zeichne sie sehr oft. Gilvan ist ein guter Freund, du natürlich auch. Jetzt wollen wir noch mal gucken, wie es im Schnipsenstatus steht. Am Schnipsenhorizont und Rosetta, Alter, auf 9 Herzen. What the actual fuck? Wir haben nichts dafür getan und hier werden wir bald 3 und 4 Herzen erreichen. Das ist sehr gut, gerade bei Tabata, weil irgendwann wird es ja mal Zeit. Hier haben wir noch lange keine 9 bei Cinnamon. Und ich weiß, ihr sagtet herzlichen Glückwunsch für das Date. Ich selber weiß nicht genau, wofür das Date ist. Nicht, dass ich mich jetzt schon festgebunden habe an eine Person. Ich denke nicht. Und das ist einfach nur ein Event und man kann es wahrscheinlich... Wahrscheinlich spielt es in dem Sinn keine Rolle, mit wem ich das habe. Hoffe ich zumindest. Und nicht, dass dann gleich alle anderen Mädels sagen, das wollen wir aber nicht mehr, wenn du mit der Cinnamon gehst. Da haben wir dich aber jetzt viel weniger, Liebe. Ostra. Wir gehen ein bisschen ins Gasthaus. Zumindest ein wenig. Schauen mal, ob wir da etwas Zeit vertrödeln können. Und... müssen kein Reis einkaufen. Ich habe, glaube ich, noch genug. Ich schaue mal gerade. Wir haben noch genug Reis. Ich muss definitiv kein Reis einkaufen.
wir könnten baden gehen. Um 7. Einfach mal, um zu gucken, was kommt. Flupp. Wer ist denn gerade da? Hallo. Lara und Genesha. Das heißt, Genesha und Dings sind wieder zusammen baden. Will ich das? Ich gebe dem guten Nolan einen Apfel. I don't know what to do with it. Das ist ein Apfel, Nolan. Ehrlich. Good evening. Neulich habe ich ein paar weiße Habel gesehen. Ich werde trotzdem baden. Einfach, falls es gehört, ab und zu mal baden zu gehen. Meiner Meinung nach. Manchmal sollte man einfach mal eine Runde baden. Es ist auch blöd, dass irgendwie kein anderer Mann mal mit im Badehaus ist. There's nothing to be embarrassed about. Jump in. What do you say? I'm grown up now. I'm not going into the women's bath. Not with you anyway. Then is there some girl that you want to take a bath with? Not with that stupid candy. Oh, I didn't say anything about candy. You tricked me. I'll get you back. Der ist so blöd. Der Junge ist so blöd. Das ist unfassbar. Ich finde trotzdem immer mal cool zu sehen. Das sind halt so dieses Jammern auf hohem Niveau. Ich würde gerne mal, dass da mit Turner drin mit drin sitzt oder Eric oder Danny oder so. Es gibt ja genug. Oder Cross. Und dass man dann auch Badeszenen hat mit den männlichen Parts. Wobei ich sagen muss, für mich sind Badeszenen in Games voll nichts Neues. Denn auch in Suikoden, also auf jeden Fall im zweiten Teil, wenn man mit den richtigen oder wenn man mit einer bestimmten Konstellation an Charakteren ins Badehaus geht, dann gibt das auch immer Bade-Cutscenes und Gespräche. Und das finde ich sehr cool gemacht. Gut. Noch ein. Deine Zügellosigkeit wird sich bitter bezahlt machen. Nur noch ein. Ja. Die lässt ihn mal alles durchgehen. Das muss Liebe sein. Und Suikoden 2 wäre auf jeden Fall auch eins der Games, wo ich sagen würde, fuck yeah, das würde ich euch so gerne zeigen. Aber es ist so zeitaufwendig. Und es kommt vielleicht, wenn wir hier mit Rune Factory fertig sind. Das überlege ich mir noch. Aber ich sag euch nur, wer Rollenspiele mag und manchmal findet, es gibt nicht genug Auswahl an Charakteren, der ist bei Suikoden definitiv beholfen, denn es gibt insgesamt, lass mich nicht lügen, mit den Eichhörnchen zusammen, ja, ich weiß, es hört sich komisch an, wenn man das noch nie gespielt hat, mit den Eichhörnchen zusammen gibt es, glaube ich, ungefähr 120 verschiedene Charaktere und damit im Kampf verwendbar sind ungefähr 80 oder 90, woraus man sich Sechsergruppen bilden kann, also ist auf jeden Fall eine Menge. Und die Story macht wirklich Bock. Hallo, Grasluni. Schön, dass du da bist. Da kommt irgendwas reingeflogen. Irgendeine Konstellation. Das ist... Okay, ich habe keine Ahnung, was das ist. Kreuzkonstellation. Ah, okay. Das ist ein Kreuz. Es ist also kein einfaches Kreuz. Sehr interessant. Das sieht aus wie ein... Weiß ich nicht... Voodoo. Einfach Voodoo an den Himmel gemalt. Das ist doch kein Kreuz gewesen. Viel interessanter wird es sein, herauszufinden, für wen dieses Kreuz gedacht ist. Jetzt könnten wir vielleicht wieder darauf schließen, dass es für die Bianca ist. Weil ich glaube, Tabata war das mit dem Elefanten. Mit dem... Ja, bestimmt. Lara könnte sein... Wobei ich... Wir hören uns mal die Geschichte an von diesem Kreuz. Das ist wahrscheinlich auch interessant. Und danach können wir sicherlich abschätzen, wem dieses Kreuz zuzuschreiben ist. Also suchen wir uns die Cinnamon, da ist er doch. Evening. Abend. Hast du das Kreuz gefunden? Ja, es sah geheimnisvoll aus. Reisende aus vergangenen Tagen nutzten das Kreuz, um den Weg gewiesen zu bekommen. Ja, es ist wahrscheinlich Lara. Es kam ihnen sicher so vor, als hätte Gott selbst sie geleitet. Reist du auch manchmal umher und orientierst dich nur an den Sternen, Ostra? Nein, das ist...
Das Talent für Magie, nutze es. So. Ja, also ich würde sagen, es ist schon Lara. Zumindest gehen wir mal gucken. Kann ja nicht schaden. Ich wüsste sonst niemanden, der von Sternen geleitet wurde. Außer vielleicht, wie gesagt, Annette. Aber ich glaube, Annette hatten wir auch schon mit irgendwas. Wenn ich mich jetzt ganz weit aus dem Fenster lehne. Wir klopfen einfach mal. Herein! So, dann geht's doch hin. Hallo. Good evening. Guten Abend. Weißt du was über den sogenannten Kanpumsana? Was? Moment. Kanpumasatu. Was ist das? Man nimmt ein Stück trockenen Stoff und reibt seine Haut damit ab, um die Gesundheit zu stärken. Ozuki hat mir letztens erzählt, dass man damit sein Nervensystem stärkt und sich gegen Krankheiten schützt. Und würdest du es gerne mal probieren? Warte mal, wir müssen das an unsere nackten Haut reiben, also die ganze Kleidung ausziehen? Wird das denn nicht zu kalt? Es soll sehr effektiv sein, wenn es kalt ist. Ich passe. Allein mir das anzuhören, ließ mich gesünder anfühlen. Ah, Konstitution hat sich erhöht. You are in great danger if you get paralyzed in the ruins. Wirklich? Moment mal, um das nur mal klarzustellen. Lara wollte mich gerade ausziehen und meinen nackten Körper mit einem trockenen Tuch reiben. Um meine Gesundheit zu erhöhen. In Anführungszeichen. Um meine Gesundheit zu erhöhen. Da erhöht sich wahrscheinlich einiges. Unter anderem mein Blutdruck. Aber an bestimmten Regionen. So, aber wie auch immer. Durch diese Geschichte fühle ich mich auch auf einmal viel gesünder. Und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder hier bei Rune Factory Frontier. Dann gibt es wieder einmal eine weitere Konstellation zu entdecken. Zwar erst nach Mitternacht, aber ich freue mich auf die Fische, denn die gehören zu Cinnamon. Also schaltet das nächste Mal, oder besser gesagt, die nächsten zwei Male wieder ein. Lasst einen Daumen für diese Folge da und erzählt euren Freunden hiervon. Vielleicht haben die auch Interesse dran. Bis zum nächsten Mal. Ciao.